Oh, Junge. Oh. Mein PC ist endlich da. Herzlich willkommen zu meinem PC-Building-Video. Den alten Rechner, den ich damals gekauft habe, um Escape from Tarkov flüssig zu spielen, hat jetzt so langsam ausgedient nach fast 8 Jahren. Also die Hardware bei dem ist jetzt 8 Jahre alt. Und ich dachte mir, jetzt wird es eigentlich mal Zeit aufzurüsten, weil, ja, ich habe Bock, moderne Spiele zu zocken. Ich habe auch mehr Bock auf VR, deswegen dieser PC. Mein alter PC, was hat der alles drin? Ich blende es euch hier kurz ein, was der alles hat. Und den habe ich Ende 2017 für, ich glaube, 850 oder 880 Euro gekauft. Also ein ziemlich guter Budget-Build, wenn man bedenkt, dass der bis heute Spiele in hohen Einstellungen immer noch flüssig zocken kann. Also Cyberpunk geht mit dem immer noch ziemlich gut. Ich habe das Gehäuse schon einen Tag vorher bekommen, deswegen ist das schon so offen und schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe hier zum Beispiel schon die Abstandsschrauben an die richtigen Stellen eingeschraubt. Ich drehe das Ganze mal um und wir sehen hier schon ziemlich viele Kabel. Ja, Kabelmanagement wird wieder die Hölle. Aber wir haben hier auch noch eine HDD-Case und die will ich noch rausschrauben, weil die hat da nichts verloren. Ich benutze keine HDDs mehr und keine SSDs. Ich habe für diesen Fall extra 2 M2 SSDs gekauft. Ja, und welche Komponenten ich im neuen PC verbaue, darauf komme ich dann im Laufe zu sprechen. Ich blende euch ein, welche Komponenten ich jetzt gekauft habe für diesen neuen PC und werde dann beim Auspacken und Einbauen dann erklären, warum ich mich für diese Komponenten entschieden habe. So, wir fangen jetzt, wie gesagt, einfach mal beim Gehäuse an. Das ist ein Gamdias Talos E3 in Weiß mit Glasscheibe vorne. Das gab es nochmal in einem Gitter, das fand ich aber nicht so schön. Deswegen habe ich mich für die getönte Glasscheibe entschieden. Das Seitenfenster ist auch eine getönte Glasscheibe. Und das Rückenstück, nenne ich es einfach mal, ist einfach eine weiße Platte. Das Case kommt auch mit 3 Lüftern vorinstalliert, auch von Gamdias. Diese sind in RGB, das heißt, die leuchten nachher dann auch schön. Das Case hat 49 Euro gekostet und es ist relativ dünnes Blech. Die Backplate ist relativ dick und da, wo das Mainboard hinkommt, ist es auch nochmal relativ dick. Wir haben hier oben einen Staubschutz, ja, falls man hier nochmal Lüfter anbauen will, beziehungsweise eine Wasserkühlung. Eine Wasserkühlung kann man auch hier vorne anbringen. Das Case finde ich allgemein ziemlich nice. Es hat, wie gesagt, nur 49 Euro gekostet. Das ist halt nix. Also dafür finde ich es eigentlich sehr gut verarbeitet. Ich habe auch die Bewertung gelesen und bisher habe ich keine wirklichen Beschwerden gefunden. Bis auf einen Typ, der gesagt hat, er hat einen Kurzschluss bekommen wegen den Frontpanel USBs. Ja, Frontpanel haben wir hier eine LED-Taste für die RGB-Steuerung, für die Lüfter. Wir haben 2 USB 2.0 Slots und ein USB 3.0 Slot. Ja, meine Erfahrung mit Frontpanel Steckplätzen ist eher negativ. Bei meinem PC, den ich 2014 gekauft habe, waren die ziemlich schnell am Arsch und bei dem hier waren die auch relativ schnell, ja, unbrauchbar. Beziehungsweise nur ein Slot davon, und zwar der USB 3 Slot, der hat einen Wackelkontakt, und auch die anderen beiden Slots sind nicht so gut. Und auch die Audio-Ein- und Ausgänge, die haben so ein Spulenfiepen immer gehabt. Mal gucken, wie das bei dem hier ist. Das Einzige, was man hier bemängeln könnte bei dem Case, ist wahrscheinlich, dass es hier vorne keinen Staubfilter gibt. Ja, für mich war es auf jeden Fall wichtig, ich wollte unbedingt jetzt mal ein weißes Case mit Fenstern, weil ich hatte bisher in meiner ganzen PC-Laufbahn nur geschlossene Gehäuse und ich wollte jetzt mal so ein bisschen was, ne, zum Reingucken, zum Bestaunen, etwas, das ein bisschen leuchtet, nicht zu viel RGB, also wirklich nur die Lüfter hier sind RGB, sonst ist nichts RGB. So. Draußen ist das Ding. Wir gehen jetzt ans Auspacken von dem Paket. Leichte Panik, dass das gar nicht mehr kommt, aber puh, zum Glück. Zum Glück, Digga. So. Hoppla, what the fuck. Hier jede Menge Scheiße drin. Ah, aber ich sehe es schon. Irgendein Flyer zu meinen M2 SSDs. Hier haben wir
den Ryzen-Prozessor. Da kommen wir gleich noch dazu. Oh, genau. Ich habe ja noch ein T-Shirt bekommen, ja. Ja, lustige Geschichte. Ich musste meine erste Bestellung stornieren, weil da noch eine alte Adresse hinterlegt war. Und jetzt habe ich auch noch Probleme mit PayPal deswegen, weil das Zeug zu schnell hin und her gebucht wurde. Ja, ein bisschen Stress. Bei meiner zweiten Bestellung war dann noch ein T-Shirt dabei und 12 Euro weniger, die ich bezahlen musste, weil ich glaube, der RAM-Riegel wurde günstiger. Der hat irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwas um die 70 Euro gekostet und jetzt bei der Bestellung hat der 60 gekostet. Ich habe jetzt heute nochmal reingeschaut, jetzt kostet der irgendwie 84 Euro. Also RAM-Riegel-Preise gehen gerade hoch und runter, das ist krass. So, jetzt hier, ja krass, ja, boah, ich habe es bei Mindfactory bestellt, wie ihr seht. Geil. Hier ist das Mainboard. Ihr könnt selber lesen, welches ich gekauft habe. Ja, wichtig für mich war auf jeden Fall eine gewisse Zukunftssicherheit. Nachdem mein Kumpel Lele mir gesagt hat, hey Digga, kauf dir kein AM4 Mainboard, sondern direkt ein AM5 mit DDR5 RAM. Und habe ich gesagt, ja, ist eigentlich blöd, wenn nicht. Also habe ich die 100 Euro mehr investiert. Was ist das denn hier? Eine ganz kleine Schraube. Nochmal eine ganz kleine Schraube. Hä? Digga! Warum nutzt man extra so zwei Baggies für zwei kleine Schrauben? Mach die doch in eine. Hä? So, Bedienungsanleitung. Chipsets, wie man Lüfter drauf installiert. Ja, ist, wer braucht das schon? Hier. Boah, Junge. Geil. So. Genau, das ASRock B650M HDV M2 DDR5 Mainboard. Warum haben die so komplizierte Namen? Ich weiß auch nicht. Ja, wichtig war für mich vor allem DDR5 RAM. Da haben wir zwei Steckplätze für. Das ist gut, ich brauche nur einen. Das heißt, ich kann auch noch aufwerten im Zweifel. AM5 Steckplatz für den neuen Ryzen 5 Prozessor. Dann für mich persönlich ganz wichtig, viele USB-Steckplätze. Wir haben hier vier USB 2.0, wir haben einen USB-C und dann haben wir nochmal zwei USB 3.0 Steckplätze. Eines der wichtigsten Kriterien für mich waren aber die zwei M2 SSD-Steckplätze. Wir haben hier hinter diesem Schild haben wir einen M2 Hyper, nee, Ultra, keine Ahnung, wie die das nennen. Auf jeden Fall bis zu 128 GB pro Sekunde Steckplatz und hier haben wir einen Hyper M2 Steckplatz. Und wenn ich will, kann ich hier nochmal eine M2 Wi-Fi oder so eine Mini M2 SSD anschließen. Warum zwei M2 SSD Steckplätze? Ganz einfach, weil ich zwei M2 SSDs gekauft habe. Davon wird eine die System SSD und die andere wird nur für Spiele benutzt. Und etwas, das ich bei meinem anderen PC falsch gemacht habe, als erstes das Mainboard einzubauen. Und zwar ohne Abstandsschrauben. Ich habe bei meinem anderen PC, als ich den damals bekommen habe, zuerst das Mainboard eingebaut auf die nackte Platte. Ja, habe ich die einfach festgeschraubt. Ja, bis ich dann bemerkt habe, wofür sind eigentlich diese Schrauben? Keine Ahnung. Ich habe diesmal eine klare Arbeitsreihenfolge und zwar werde ich erstmal das Mainboard zusammenbauen, bevor ich es dann einbaue in den PC. Gut, das heißt, das Gehäuse geht erstmal runter und wir widmen uns dem Mainboard. Ist auch sehr schön, dass das hier mit diesem Gummi kommt. Und als allererstes wollen wir den Prozessor anschließen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann nimmt man einfach den Platzhalter hier raus. Wenn ich wüsste wie. So. Ja. Geil. Ach du Kacke. Sind das fucking feine Anschlüsse. Ich habe Angst, dass ich was kaputt mache. Gut, gekauft habe ich einen Ryzen 5 7600X3D. Das ist aktuell so ziemlich die beste Budget-CPU, die man sich kaufen kann. Die übertrifft einen i9-12900K und ist ungefähr gleich auf mit einem i5-13600K. Hat dabei aber nur 65 Watt TDP.
Das ist fast die Hälfte vom i5 13600. Ich habe dafür 299 Euro bezahlt. In Sachen Watt pro FPS oder FPS pro Watt, je nachdem, schlägt dieses Ding aktuell nichts. Also das ist wirklich eine Hammer-CPU. Wenig Verbrauch, starke Leistung. Schauen wir mal rein hier in das gute Stück. Da haben wir auch schon die CPU. Was ist das denn hier alles, Digga? Hä? So ein fancy Case für eine CPU, Alter. Und das hier ist die CPU und hier hinten ist einfach nichts, ne? Das ist einfach Hohlraum. Warum nutzt man nicht einfach eine flache Verpackung? Ich weiß es nicht. Und machen das gute Stück mal auf hier. So. Junge. So. Ach, das hat gar keine Pins. Das ist einfach flat hier hinten. Aber das ist ja gut, weil bei meinem i5 7600K waren das noch Pins. Und da hatte man immer Angst, dass die irgendwie sich zerbiegen oder so. Alles klar, ja, dann ist das ja einfach easy peasy. Dann steckt man das einfach hier so drauf. Macht das Ding hier drauf und jetzt... ich mach das auch richtig, oder? Weil das geht nicht weiter drauf, hä? Moment. Da fängt schon an, ne? So, genau, Plastikteil. Aha! Ich glaube jetzt, oder? Nee. Hä? Oder doch? Also das Ding ist drauf. Ne? Dann so, aber muss ich das jetzt wirklich mit Kraft festklemmen? Es fühlt sich ein bisschen falsch an, wenn ich ehrlich bin, ne? Das, Aber anscheinend schon, ist bombenfest, wird wohl passen. So, dann haben wir hier einen relativ nackten und unspektakulären 32 GB DDR5 mit 5200 MHz RAM-Stick. Hallo. So. Alright. Ist nicht schlecht, wenn man bedenkt, in meinem aktuellen PC sind 16 GB mit 2400 MHz. Das heißt, der hier hat nicht nur die doppelte Kapazität, sondern auch die doppelte Megahertz-Zahl. Ich schätze, mit dem werde ich ziemlich lange auskommen. Ich bezweifle, dass der krass an seine Grenzen kommt. Müssen wir gerade mal gucken, das ist ja dann wahrscheinlich einfach hier. Genau. Ah. Boah, bei RAM habe ich immer Angst, ne? Das ist schlimm. Oh. Mit ein bisschen Kraft geht's und dann einfach fest. So. Der RAM-Riegel ist drauf, wie gesagt. Kein fancy Gehäuse, nichts. Das ist einfach nur ein nackter RAM-Riegel. Das war, wie gesagt, der günstigste für gerade mal 60 Euro. Jetzt kostet der 84 bei Mindfactory. Da habe ich also im richtigen Moment zugeschlagen. Bevor ich jetzt die Grafikkarte drauf mache, muss ich die M2 SSDs drauf machen, denn, of course, wenn ich die Grafikkarte drauf mache, blockiert die SSD-Slots. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal die M2 SSDs, zwei Stück von derselben Marke. Ah, im letzten Eck von meinem Schrank habe ich ihn gefunden. Der passt perfekt. Yeah! Der M2-Kühlerschild ist unten. Da ist auch noch so eine kleine Folie, die man dann abziehen kann. Und da ist so ein Gummi drauf. Bei meinem aktuellen PC habe ich auch irgendwann auf eine M2 aufgerüstet. Und da hatte ich eher negative Erfahrungen mit der SSD, denn die hatte irgendwie einmal im Monat einen Bluescreen. Als ich dann den Kühlerschild entfernt habe, hatte die das nicht mehr. Also ja, mal gucken, ne, wie das sich bei der hier verhält. Da haben wir sie. Die sind immer so arschklein. Ich finde das richtig lustig. Kann man den Aufkleber da noch entfernen? Sollte man das machen? Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach mal, weil sonst kommt der Kühlerschild ja nicht dran. So, eine nackte SSD. Und jetzt steckt man die, glaube ich, einfach nur hier so rein. Genau. Die steckt man hier so rein, dann steht die so ein bisschen ab. Und dann drückt man die runter. So. Ach, blärt. Digga. Ich treffe das Loch nicht, Mann. So, jetzt aber.
Perfekt. Dann ist die System-SSD schon mal drin. Jetzt kommen wir zur zweiten. Was für eine Arschverpackung, Junge. Das ist ja so, die zweite, wie gesagt, einfach baugleich. Da lasse ich den Aufkleber jetzt mal drauf. Stecken wir einfach mal hier hin. Und ich glaube jetzt, wo ist es? Hier? Genau. Diese wunderschönen einzelverpackten Schrauben sind, glaube ich, M2-Schrauben. Die sind auch besonders dünn. Dünn und flach. Oh, scheiße. So, ein Glück ist das magnetisch. Ja, das kann man bei so Budget-Dinger nicht immer erwarten. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Pass auf, ja, pass auf. Perfekt. Die sitzt, sollte passen. Gut, dann haben wir die beiden SSDs schon mal installiert. Was wir jetzt machen, ist wahrscheinlich die größte Fummelarbeit, und zwar der CPU-Kühler. Dabei habe ich mich entschieden für den Be Quiet Pure Rock 2. In meinem alten PC ist der Pure Rock 1 Slim verbaut. Ich habe mich jetzt hier für die größere Variante entschieden. Der hier hat eine Kühlleistung von, man sieht es hier, 150 TDP. Das ist also ja mehr als doppelt so viel als die Leistung, die die CPU bringt. Oha, okay. Ja, doch, der ist schon deutlich größer als der Slim. Ja, schon fett, ne? 120 mm Lüfter mit dem Ding hier, nicht schlecht. Aha, okay. Wir haben hier die Klammern für den Lüfter. Und hier haben wir das Einbaugestänge für den Lüfter auf den Sockel. Und ich bin jetzt schon heilfroh, dass die nicht mehr diese komischen Clip-Pins benutzen, die die bei der ersten Serie verwendet haben, denn die waren echt scheiße. Da ging auch eins kaputt. Nur mit viel Rumgefummel und Rumgefriemle hält das auf meinem alten PC. So, was haben wir denn hier? Das ist schon mal falsch, weil das ist für die Intel-CPUs. Und das hier ist für den AM5 und AM4 Sockel. Bitte entfernen Sie die Kühlermontage, die beiden Kunststoffhalterungen des AMD Retention Moduls. Die Dinger hier, die tatsächlich aus Kunststoff sind, müssen erstmal weg. So, platzieren Sie über die Vorderseite die vier AMD Abstandsbolzen auf die Bolzen der Backplate und fixieren die beiden langen AMD Montagebrücken mit Hilfe der AMD Backplate Schrauben. Okay. So, wir haben hier einmal das AMD Baggy. Das hier ist das. Steht gar nicht drauf. Perfekt. Und ist das hier. Ist das dann hier für. Nee, hä? Brauche ich das auch? Ich glaube, ich brauche das auch. Oder sehe ich hier irgendwas bei dem AMD-Ding? Nee. Ah! Ach so! Ah! Ich verstehe. Jetzt wird ein Schuh draus. Beziehungsweise ein. Ja, es ist ja basically ein Schuh, ne? Alright, jetzt kommen die Dinger. Wie rum kommen die drauf? Nee, so rum ist falsch. Alles klar. So rum. Und jetzt kommen. Aha. So rum. Alright, dann ist das Kühlergerippe jetzt wohl drauf. Dann geht es jetzt weiter mit Mounting the Cooler CPU. Vorsicht, die bereits aufgetragene Wärmeleitpaste ist nicht zum Verzehr geeignet. Was zur Hölle? Bei Verzehr ausreichend Wasser trinken. Digga. Ja, das ist auch mein erster Gedanke bei Wärmeleitpaste. Oh, Digga. Oh, die muss ich jetzt erstmal abschlecken. Aber ist da überhaupt Wärmeleitpaste drauf? Ich sehe da gar nichts. Also ich sehe da legit nichts. Seht ihr da irgendwas? Ist da Wärmeleitpaste drauf? Das ist auch. Das ist halt Plastik, ne? Das Ding ist furztrocken. Da ist keine Wärmeleitpaste drauf. Normalerweise ist da Wärmeleitpaste drauf. Die bereits aufgetragene Wärmeleitpaste. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe extra keine bestellt, weil ich dachte, ey Digga, muss ich ja nicht machen, weil ist ja schon drauf.
Wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen, Be Quiet? Das ist jetzt wirklich Verarsche, Digga. Danke, Be Quiet. Danke, dass ihr gerade bei mir die scheiß Wärmeleitpaste vergessen habt, ja? Vielen Dank, ja, gerne. Jetzt brauche ich die Brücke und die Schrauben. Dann kommt halt erstmal keine Wärmeleitpaste drauf, ja? Ist halt scheiße. In Wahrheit habe ich euch angelogen und das Ding wirklich weggeschleckt, ja? Aber ich habe kein Wasser dazu getrunken. Junge, darauf komme ich jetzt echt nicht klar, ne? Dass da keine Wärmeleitpaste drauf ist. Also, überall stand sogar in den Bewertungen, yo, ist schon drauf. Das ist ja mal wieder typisch, ne? Ah, ich krieg einen Krampf im Fuß. Hallo? Geh doch durch. Ich glaube, ich habe zu fest drauf geschraubt. Warum hängt das Ding jetzt so scheps hier drauf? Ja, mal lieber synchron drauf schrauben, nicht, dass das hier irgendwie... So, wo ist die Anleitung? Machen Sie die Schrauben für die Kühlmaschine. Diese abwechseln fest, dazu können Sie anhand des... Ja, okay. Also festschrauben, wirklich fest, ja. So, das ist fest. Das auch, perfekt. Ja, ist fest, wackelt nicht und hat keine Luft, genauso wie es sein sollte. Und ich habe ihn falsch rum dran geschraubt. Perfekt, das ist ja wunderbar. Das freut mich jetzt. Fest, Schrift ist richtig rum, jetzt passt's. Gut, der Be Quiet Lüfter muss mit dem Kabel bis zum CPU-Lüfteranschluss rankommen. Der ist, wo ist der? CPU Fan 1 ist hier. Das heißt, ich muss mit dem Kabel bis hier hinkommen und wenn ich den so ran mache, reicht das? Ich kriege ihn eingesteckt, aber es ist ein bisschen, boah, das ist schon sehr straff. Aber wenn ich das so mache, ist er lummelig. Na, dann werde ich es so versuchen. Dann haken wir die Haken ein. Gucken, dass er mittig ist. So. Na. So, oder? Nee. Nee, irgendwie ja nicht. Der hängt noch schief. Ach, Digga, dieser Haken ist auch wirklich scheiße, Digga. Kabel ist drauf. Der Lüfter ist hier. Nicht komplett gerade. Der müsste eigentlich, der Lüfter müsste hier oben, ne, ihr seht, der ist ein bisschen schräg. Der müsste eigentlich hier oben eine Linie bilden. Und hier unten ist auch noch ziemlich viel Luft. Aber das geht nicht, weil das Kabel hier ist schon ziemlich straff. Dann mache ich das auf der anderen Seite halt. Eine Lamelle weiter runter. So. Dann hat er jetzt hier oben zwar eine Lamelle Luft. Ja, könnt ihr sehen, eine Lamelle Luft. Wird schon passen. Es geht halt nicht besser, weil das Kabel halt wirklich sehr eng ist. Man könnte höchstens eine Sache noch probieren. So, indem ich das, das hier oben hier innen verlege und das hier dann außen. Dann hat das nicht so viel Spannung auf den... So, genau, so ist es besser. So geht es nicht nach innen. So hat man noch mal ein bisschen mehr Luft. Immer noch ziemlich knapp, aber besser als gerade. Bis auf die Sache mit der Wärmeleitpaste. Wunderbar. So Leute, jetzt kommt der Moment, ja, in dem wir das Ding einbauen. So, hier schön, ich glaube es passt überall. Perfekt, oh. Scheiße. Ich wollte dieses Mal Kabelmanagement ein bisschen besser machen. Jetzt blockiert das Mainboard hier die Dinger. Dann machen wir das gleich anders. Ja, okay. Gut, wir schrauben das Mainboard fest. Sind das überhaupt die richtigen Schrauben? Ich habe jetzt irgendwelche Schrauben genommen. Ich weiß aber nicht, ob das die richtigen sind. Hallo? Ich glaube, jetzt habe ich... Ach, fuck. Ich glaube, ich habe jetzt die Abstandsschraube mit rausgeschraubt. Das ist jetzt natürlich kacke, Digga. Das ist jetzt natürlich... Oh, Digga, jetzt brauche ich eine Zange. Blöd. Hier kamen die jetzt rein. So, jetzt passt alles.
Und Nummer 6. Geil. So, alle Schrauben sind drin. Boah, das... Der Kühler, ja, der ist genau an der Kante. Guckt euch das mal an, wie knapp das ist. Wenn ich jetzt hier das Glas dagegen halte, ich mach das gerade mal drauf. Oh, Junge, Alter, das... Hoho, das passt gerade so. Seht ihr das? Wirklich, das... Der Kühler kommt fast ans Glas. Da fehlt nur noch so ein Muckenfuck, ja. So, auf jeden Fall ist das Mainboard jetzt drauf. Bevor jetzt die Grafikkarte drauf kommt, machen wir zuerst das Kabelmanagement. Das ist viel besser, als wenn man die Grafikkarte direkt drauf macht. Denn dann kommt man hier so schlecht an die Dinger ran. Ich habe damals alles aufs Mainboard geklatscht und erst dann Kabelmanagement gemacht. Und das war der größte Fehler bei meinem ersten Zusammenbau. Aber ich habe schon Angst davor. Vor dieser Steckerei. Denn das ist das Frontpanel. Und das habe ich das letzte Mal, also vor 7 Jahren, komplett verkackt. Ja, ich habe 3 Anläufe gebraucht, bis ich das richtig drin hatte alles. Ja, mal gucken, wie es jetzt läuft. Wir haben USB 3. Wir haben hier, das ist, was steht drauf, HD Audio. Die USB-Panels. Das, was ich, wovor ich Angst habe, das sind die Statuslichter und der Power-Switch und die Power-LEDs. Hier ein SATA-Kabel für die 3 Lüfter. Und ja, es ist nur dieses SATA-Kabel. Die Lüfter werden nicht andersweitig gesteuert. Das heißt, die werden durchgehend auf 100% laufen. Da freue ich mich schon. Ja. Ich bin Lüftergeräusche gewohnt vom PC, also ist das jetzt nicht so tragisch für mich. Dann haben wir hier, was ist das? Das hier dürfte die RGB-Steuerung sein. Da ich aber kein RGB habe, ist das scheißegal. So, erstmal alles, was nicht dieses SATA-Kabel ist, entwirren. Die Power-Sachen, die kommen mal... Ich schiebe das jetzt einfach mal hier durch. Denn von hier unten durch kommt die Power für die Grafikkarte eigentlich. HD-Audio. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo HD-Audio ist. Ich glaube, hier dürfte das sein. Ich schiebe es erstmal hier durch. USB schieben wir auch mal hier durch. Und USB 3.0 schieben wir auch mal hier durch. Also ich glaube, das ist auf der anderen Seite. Dann gucken wir mal. Das könnten wir theoretisch auch anders legen. Das war HD-Audio. Wo ist HD-Audio? HD-Audio ist hier drüben. Wenn hier HD-Audio ist, dann kann ich das auch von unten legen. Dann mache ich das anders. Oh Gott, ich habe Angst. Ah, das geht so schwer drauf. Ah, ich habe es richtig. Okay, das ist so spitzkantig, Junge. Den USB 2 machen wir auch unten. Das war... Boah, wie jungfräulich ist das denn, Alter? So, ist auch drauf. So, dann haben wir hier jetzt... Das ist das Schwierigste. Das ist legit das Schwierigste. Das musste ich damals googeln, weil ich habe es nicht kapiert. Man sieht hier ganz leicht, wo was hingehört. So, wie gehört das hin? Wisst ihr was? Scheiß drauf, ich google das. Fuck. Hello, welcome to my tutorial. Today I'm gonna show you how to put this, yes. So. So rum, ne? Das dürfte jetzt also passen. Puh, das wird nachher spannend, wenn der PC angeht. USB kommt in den ersten USB 3 Slot. Dieser ist... warum geht der nicht? Ui. Braucht es ein bisschen Kraft. So, der kommt auch nicht mit den Fans in Berührung. Das heißt, die Verkabelung für das Frontpanel ist fertig. Das heißt, wir können jetzt das Netzteil einbauen. So, das Netzteil ist ebenfalls ein Be Quiet System Power 10 mit 650 Watt. Bei dem System mit der Grafikkarte, die ich dann einbaue, und allem drum und dran würde theoretisch auch ein 500 Watt reichen. Jedoch habe ich mich für 650 entschieden, einfach dafür, weil falls ich das System mal upgraden will, ist das hier schon mal eine gute Vorsorge. Das ist nicht modular, es ist auch nur Bronze zertifiziert. Gold-Zertifizierung ist halt direkt teurer und modular ebenfalls, und zwar meistens für das Doppelte. Mit Be Quiet habe ich nur gute Erfahrungen, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt in meinem PC ein modulares Be Quiet drin. Das war nicht von Anfang an drin, weil ein 400 Watt Netzteil von Be Quiet, das davor drin war, abgeraucht ist tatsächlich. Ja, viel Spaß an die Elektriker. Ich werde mich damit nicht auseinandersetzen.
Oh, 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 es riecht einfach nach Metall und Plastik und diese Conductors und dieser ganze Scheiß. Ne? Es ist schön. Ne? Hier ist noch so eine Plastikfolie drauf, die kann man. Hallo. Oh, What the fuck? Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, wie rum gehört's rein? So rum. Dann schrauben wir das mal ein. Warum ist das auf an? Aus. Das gefällt mir aber auch an dem Gehäuse. Es hat eine klare Abtrennung zwischen hier unten das Kabelcompartment. Ach, ihr seht es gar nicht. Das finde ich super. Das heißt, man kann hier unten einfach alles an Kabeln reinstopfen, was man nicht braucht. Die Anaconda wird entfesselt. Oh. Ui. Müssen wir das hier gerade mal so... das ist knapp. Das ist knapp, Junge. Aber geht. Und die Anaconda zieht das Ding raus. Digga. So. Alter. Junge. Wo ist das Loch? Da ist das Loch. So. So. Ist fest. Passt. Jetzt haben wir hier einen riesigen Kabelsalat. Wunderschön. Ja? Und den können wir jetzt hier gleich schön durchzwiebeln und durchnudeln. Da ist der CPU-Anschluss. Ich muss das Ding jetzt irgendwie da einstecken. Ha, geil. Oh, ist das... Oh, das ist ja richtig kacke, Digga. Ich müsste theoretisch noch mal den CPU-Lüfter abbauen. Nee, ich krieg das auch so hin. Ja, ist drauf. Boah. Oh, mein Rücken. Oh, leck mich am Arsch. So, und jetzt... Der 20-Pin. Und der gehört so rein. Ja. Ich glaube, es hat Klick gemacht. Ich glaube, er ist drin. Ich muss ihn auch noch mal rausmachen, weil ich habe es falsch rum gemacht. Ach, das ist ja die Scheiße. Genau, weil das geht nicht so rum, sondern man muss den hier so einhaken. Ach, Digga. Wie eng haben die das denn gemacht? Wollt ihr mich verarschen oder was? So. Oh, jetzt hat es Klick gemacht. Verkabeln ist immer so ein Scheiß, Digga. Ne? Und jetzt muss man hier nur darauf achten, dass da nichts in den Lüfter kommt. Die ganze Kacke kann hier noch runter. Aber es sieht bis auf hier unten clean aus. Ja? Das Kabel, da kann ich halt nichts machen. Ne? Dass das jetzt ein bisschen im Weg vom Be Quiet ist, das ist halt jetzt so. Nichts verbogen oder kaputt gemacht. Das heißt, wir kommen jetzt zur letzten Komponente. Oh. Ich kann nicht mehr. Das, worauf ihr vielleicht schon alle gewartet habt, die GeForce RTX 4060 Ti von Gigabyte. Warum von Gigabyte? Das kann ich euch ganz einfach sagen. Das war erstens die günstigste und zweitens hat die zwei HDMI-Anschlüsse und zwei Displayports. Keiner meiner Bildschirme hat einen Displayport. Dafür haben beide Bildschirme einen HDMI-Port. Das heißt, ja, ist klar, was ich da nehme. Und es war auch die einzige 4060 Ti, die diese zwei HDMI-Ports hat. 371 Euro. Es ist die 8 GB Version. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich lange hin und her überlegt, ob ich die 60 Euro extra ausgebe oder die 50 Euro extra für die 16 GB Version. Ich habe auch im Internet nachgeschaut. Ich habe wirklich sehr viel recherchiert und es gibt zwei Lager. Die einen, die sagen, unter 12 GB kommt dir nichts mehr ins Gehäuse. Und dann die sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen der 8 und der 16 GB Version. Ganz einfach, weil das Ding sowieso 8 Pin ist, anstatt 16 Pin. Denn, guckt sie euch an, geil, nice, sehr nice. Denn wenn man mal guckt, wo ist es? Ah, hier ist eine Schutzkappe, wenn man die wegmacht. Das sieht aus wie eine 16-Pin-Grafikkarte, oder? Ha! Jokes on you! Nur die ersten 8 Pins sind in Betrieb. Die anderen 8 sind für Dekoration. Das ist richtig, richtig lustig. Geil, der hat ja hinten hier noch so Stöpsel drauf, Junge. Hier kann man einfach... Geil. So, und wie kommt die rein? Die kommt dann so rein. Ja, mit umgedrehten Anschlüssen. Na gut, kann man machen, ne? So, hintenrum sieht das Ding jetzt so aus.
Es ist, es sieht durcheinander aus, als es ist. Es ist eigentlich sehr clean. Ja, und hier unten ist halt der ganze andere Kabel Schmutz. Das ist sehr slippery, holy shit. Okay, ich muss das gerade mal festhalten hier. Perfekt. So, die Kabel sind jetzt also schön verstaut. Die jucken mich hoffentlich die nächsten 7-8 Jahre nicht mehr. Das ist wunderbar. Und dann haben wir hinten, der ist aber fest, Junge. Wow, das ist ja wie so ein Schloss. Das ist ja geil. Dann haben wir hier oben die Befestigungsschraube. Das klipsen wir einfach weg. Hoppla. So, und jetzt kommt das Ding einfach in den stahlverstärkten PCI-Slot. Einfach aufmachen. Und Grafikkarten sind ja einfach Plug and Play. Klack hat's gemacht. Müsste drin sein. Alter, ich freue mich schon so heftig, ja. RTX Raytracing. Junge, das ist ultra geil. So, kommt jetzt hier die Tür drauf oder was? Genau. So. Dann das Ding noch festschrauben. Ja, ist ein bisschen lummelig, aber fest. Wenn die 1060 jetzt 8 Jahre lang durchgehalten hat und die meisten Minimumanforderungen immer noch an der 1060 orientiert sind, was jetzt aber so langsam nachlässt. Also die Leute, die Entwickler, die pushen jetzt wirklich so langsam auch in Richtung, ja, zumindest mal Mindestmaß so die 2000er-Serie. Aber die 1000er-Reihe ist immer noch für viele Entwickler das Mindestmaß. Deswegen vermute ich einfach, dass die 4060 auch nochmal locker 8 Jahre durchhalten wird. Wir leben ja nicht mehr irgendwie in 2008 oder 2009. Ja, überlegt mal, wie schnell wir durch die Nvidia 100er-Reihe durchgeballert sind. Das ist insane, ja? Ich glaube, Grafik hat so langsam ihren Peak erreicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, die 4060 wird mir lange, lange Zeit Dienste leisten. Die 8 GB-Version ist auch vollkommen ausreichend fürs Erste. Ich habe nachgeguckt, die meisten Spiele laufen gut mit der. Es gibt keinen Unterschied. Den krassesten Unterschied, den ich gesehen habe, war bei Forza Horizon 5. Weil Forza Horizon 5 so ziemlich das schlechteste Texture-Streaming hat, das von einem Spiel, das gerade auf dem Markt ist. Anfangs lief das noch wunderbar, aber desto mehr Patches rauskamen, desto schlimmer wurde es. Und irgendwann bin ich mit 300 über die virtuelle Autobahn gefahren und auf einmal war die Straße weg. Ja, da lohnt sich dann 16 GB Videospeicher oder halt einfach ein schneller GPU oder ein schneller CPU. So, dann schließen wir jetzt mal noch hier die Stromversorgung an. Und dann geht's in den Funktionstest, meine lieben Leute. Und das Ding muss bald wieder runter. Ich muss erstmal noch Wärmeleitpaste kaufen. Das ist ja ein Witz. Kabel auf ein Minimum gehalten, weil keine SATA-Kabel, weil M2 SSDs. Super! Geil! Nice! Dann schalten wir das Ding mal ein. So, Leute. Alles ist angesteckt. Der Boot-USB-Stick ist dran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Explodiert die Kiste jetzt oder läuft sie an? Ich muss natürlich erstmal die Power anmachen. Ach, Digga. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fliegt mir das Ding jetzt um. Scheiß drauf, Digga. Was ist das für ein Geräusch? Wo kommt dieses Geräusch her? Ah! Oh! 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 Wo kommt das Geräusch her? Irgendwas läuft gegen den Lüfter. Oh mein Gott! Und wir sind direkt im Windows-Setup. Alter, kommt gut Luft raus. Au! Der ist es auch nicht. Der obere ist es. Wo? Wo läuft da was dagegen? Ich glaube, das ist legit ein Produktionsfehler. Das ist jetzt natürlich echt Arschritze, Junge. Ja, das ist jetzt.
vorsichtig! Pass auf, ja, pass auf! Ist verschwunden. Okay, dann, was? Was nehmen wir denn? Windows Home? Was ist denn Windows Home N? Aber ey, da kommt, Alter, da kommt ordentlich Luft raus. Das ist richtiger Ventilator hier, das ist krass. So, ha, guck mal, da muss man einmal nur die Front abreißen und dann läuft der Laden, ja, weißt du, das ist... Nice. Perfekt. Leck mich am Arsch, ja. Ha. Dann kann man noch schön... Wow! Partybeleuchtung. Hellblau, Türkis. Nice. Ja, das war das PC-Building. Ich habe gerade eben noch gute 3,5 Stunden damit verbracht, Daten zu speichern von meinem alten PC, die ich jetzt erstmal auf den hier rüberziehen werde. Ach, geil war's. Mir hat Spaß gemacht. Es hat überraschend gut funktioniert, bis auf die fehlende Wärmeleitpaste. Was war da denn los, ja? Ja, ich glaube, ich mache noch ein bisschen was am Kabelmanagement, wenn die Wärmeleitpaste da ist. Weil ich habe da noch so ein paar Optimierungssachen gefunden. Ja, und dann würde ich sagen, teste ich jetzt erstmal die Performance von dem Ding. Und das Video, das ihr jetzt seht, ist auch zum ersten Mal auf dem hier geschnitten. Ja. Dann werdet ihr beim nächsten Kanal-Update hören, wie die Leistung von dem hier ist. Und ihr werdet auch noch mal was von ihm sehen. Denn da kommt ja noch was drauf. Ja, also, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, ich zocke jetzt erstmal eine Runde Cyberpunk. Mit Raytracing. Das habe ich mir schon immer gewünscht, Junge.